Ich grüße euch. Heute stelle ich euch den Engel des Friedens vor. In dieser wirklich unruhigen Zeit sehnen wir uns alle nach Frieden und verstehen. Immer wieder hört man: Frieden? Was ist das? Oder will die Welt noch Frieden? Doch die meisten Menschen sehnen sich nach Frieden. Aber finden wir den Weg, der zum Frieden führt? Frieden ist ein Geschenk, leider nicht immer machbar. Es ist ein Zustand der Ruhe und Zufriedenheit. Der Engel des Friedens führt uns zu diesem Geheimnis, damit wir unseren inneren und äußeren Frieden finden. Er öffnet uns die Augen, weil wir selbst den Frieden nicht schaffen, und er bewahrt uns davor, einen unguten Frieden zu schließen. Er öffnet uns auch die Augen, dass nur dort ein Frieden möglich ist, wo es die Beteiligten auch wünschen und wollen. Denn ein Frieden, der trägt, muss der Wahrheit Rechnung tragen. Dort gibt es weder Sieger noch Besiegte. Der Engel des Friedens will, dass du mit dir in dem Einklang der Schöpfung kommst. Denn nur so schaffst du einen Frieden, der zugleich Harmonie, Zufriedenheit, Freiheit, Liebe und Glück bedeutet. Traue dem Frieden, denn damit entsteht Raum für Freiheit und Wohlergehen. Und das kann für dich die Harmonie des Paradieses sein. Ich wünsche euch eine harmonische und friedvolle Woche. Eure Deria.